gegeben hat, nämlich dass selbst der Experte, den der DFB berufen hat, festgestellt hat, dass er weder aktiv gedopt hat und dass er auf alle Fälle auch nichts verschleiert hat. Ja. Und deshalb sehen wir nicht ein, wieso so eine lange Sperre. Ist natürlich ganz schön bitter für Nemanja Vucicevic und den TSV 1860 München. Übrigens, was mit den 3 Punkten passiert, die die Löwen in dieser Partie in Burghausen geholt haben, das wird erst im kommenden Jahr entschieden. Also viel Aufregung rund um den TSV 1860 München vor dem kleinen Stadtderby heute gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Und eins ist natürlich klar, durch die ganze Geschichte ist der Druck auf die Löwen nicht kleiner geworden. Und jetzt rein in die Münchner Allianz Arena. Ihr Reporter ist Uwe Morave. Wieder gut 50.000 Zuschauer beim kleinen Münchner Derby. Und die wollten endlich mal wieder einen Heimsieg sehen. Auswärts die Löwen. Der König der zweiten Liga, zu Hause nur ein Schmusekater. In der Heimtabelle stehen die 60er gerade mal auf Rang 12. Und auch heute eine schwere Aufgabe für das Team von Rainer Maurer, denn Unterhaching zuletzt super drauf, 4 Siege aus 5 Partien. Die Gäste verzichteten bewusst auf ihre blauen Hosen, ganz in Rot. So hat ja auch der FC Bayern alle Spiele in der Allianz Arena gewonnen. Relativ verhaltener Beginn, wir sind schon in der 12. Minute bisher. Keine Ecken, keine Freistöße in Nähe des 16ers. Foul von Costa, das hier die erste Standardsituation vor einem der beiden Tore. Bei Unterhaching besorgt solche Geschichten Thomas Sobotzik. Sobotzik, Frühbeiß startet und da liegt der Ball servierbereit auf der Linie. 0-1, Necat Aygün. Der hatte vor 2 Wochen sich einen Augenhöhlenbruch zugezogen. Klingt schrecklich, dauert normalerweise 6 Wochen, aber er spielte schon jetzt mit Maske. 7.000 waren die 18,3 Kilometer quer durch die Stadt gekommen. Mehr als bei jedem Heimspiel der Spielvereinigung bisher. Es war ein Treffer voller Genugtuung. Erst Frühbeiß, der spielte letztes Jahr 0 Minuten bei den Löwen unter Rainer Maurer. Und Torschütze Aygün, der war früher bei den Amateuren von 60. Ihm wurde der Durchbruch bei den Profis nicht zugetraut. Fehleinschätzung, schon sein 4. Saisontreffer. Innenverteidiger Necat Aygün. Die Reaktion des Gastgebers, nicht etwa Wut im Bauch, nein, komplette Verunsicherung. Querschläger von Remo Meyer und dann Carsten Stresser. Der läuft und läuft. Stresser, der passt einen Tick zu spät. Einen kleinen Tick zu spät. 2 Minuten nach der Führung. Die große Chance auf den 2. Treffer. Teinert knapp im Abseits. In den letzten 5 Partien hat Unterhaching mindestens 2 Tore geschossen. Was ist mit denen auf einmal los? Harry Deutinger hat ein neues System eingeführt. Er will keine Querpässe sehen. Immer direkt steil in die Spitze. Das ist die neue Spielanlage. Sehr aggressiv, die Gäste. Omodi Yagbe schnappt sich den Ball gegen Kolomasnik. Und dann ab nach vorne. Teinert. Timo Ochs im letzten Moment dazwischen. Was war mit dem Gastgeber los? Dieselbe Anfangself wie beim so überzeugenden Auswärtssieg in Karlsruhe. Dieselben 11 Leute, aber eine ganz andere Leistung. Nichts zu sehen von den Blauen. 23. Minute. Jetzt mal über Bayern. Haching in dieser Szene sehr weit zurückgezogen. Lehmann auf Schäfer. Keiner greift ihn an. Die Flanke von Schäfer. Und jetzt kommt Jaichao. Erste Chance. Riesenpech für den Chinesen. Seitdem er in den Sturm gestellt ist, da klappt es bei ihm auf einmal. Früher nur Bankdrücker als Mittelfeldakteur. Jetzt hat er in den letzten 3 Partien jeweils sein Tor gemacht. Jaichao. Agostino und Reisinger auf die Bank verdrängt von Schau und Kolomasnik. Der Gastgeber wurde stärker. Knapp 1/2 Stunde rum. Und Daring bekommt den Ball nicht richtig weg. Gigani gegen Bayer. Freistoß, sagt Schiedsrichter Lupp. Umstrittene Entscheidung. Gigani hatte eindeutig den Ball gespielt. Sein Einsatz aber vielleicht etwas ungestüm. Kann man so entscheiden. Exzellente Position. Jai Shao, liebevoll hat der Chinese sich da den Ball hingelegt. Shao
Zum zweiten Mal Alu von ihm und Meier. Völlig frei vergibt der Schweizer. Schau hatte fast alles richtig gemacht und Meier komplett alles falsch. Toller Freistoß von Zhai Shao. Er bislang mit Abstand bester Akteur beim Gastgeber. Zum zweiten Mal im Pech. Zhai Shao. Wir springen in die Schlussphase einer aufregenden ersten Hälfte. Unterhaching hatte seit gut 20 Minuten keine vielversprechenden Konter mehr gesetzt. Lechleiter. Situation ist geklärt oder auch nicht. Costa unterschätzt die Geschichte. Stresser dazwischen, sehr aufmerksam und auch noch mit Übersicht. Was für ein Hammer, Stefan Frühbeiß, 0-2. Eben mit der Vorlage, jetzt mit diesem Klasse-Tor. Stefan Frühbeiß, der Ex-Löwe. Toll die Vorarbeit von Stresser. Hellwach und dann mit dem Blick für den besser postierten Mann. Und hinein ins Vergnügen, toller Schuss von Frühbeiß. Das ist mal eine Überraschung. 60 zu Hause, 0-2 hinten und Unterhaching spielte groß auf. Noch war nicht Schluss in der ersten Hälfte. Schau mit der Hacke und das verschafft Freiraum für Meier. Kolomaski, 46. Minute, Nachspielzeit der ersten Hälfte. Milchraum, voll zentral auf Erwan. Das war es in den ersten 45 Minuten. 0-2 der Pausenstand. Es sah überhaupt nicht gut aus für Rainer Maurer und seine Mannschaft. Unterhaching kurz vor dem Auswärtssieg. Und auch sie können was gewinnen. Eine SMS an die 83111. Wie viele Vereine spielen in der zweiten Liga? Das wissen Sie doch. Liga A oder Liga B an die 83111. Und gleich die zweite Hälfte. Gleich geht's weiter mit Hasseröder Premium Pilz. Inspektion. Premio. Bundesliga der Sonntag. Seien Sie dabei mit T-Com. DSF. Mittendrin statt nur dabei. Unterhaching führt bei 60 2-0. Harry Deutinger wollte sein Glück festhalten. Stürmer Lechleiter raus. Majstorovic kam zur Absicherung. Das Spiel der Löwen so emotionslos und schlapp wie dieser hier mit Zipfelmütze. Haching ist der absolute Angstgegner der Löwen. Von den 6 Begegnungen im Profifußball konnten die Blauen nur eine einzige gewinnen. 5 Minuten etwas mehr in der zweiten Hälfte gespielt. Gigani. Mit dem Fehlpass. Schau, das ist klasse. Sofort das Umschalten. Kolomastik ist durch. Und Kolomastik macht das Tor, das er hoffte. Frühe Anschlusstor in Hälfte 2. Michael Kolomastik. Nur noch 1-2. Alles wieder offen. Wieder beteiligt. Zhai Shao, der Chinese. Seht Kolomastik. Vor Wochen war der noch völlig außer Form. Mit einem Körperbau wie Ailton. Jetzt ist er wieder topfit und machte pro abgespecktes Kilogramm ein Tor, sein 5. Saisontreffer. Was jetzt kam, war klar. Sturmlauf des Spitzenreiters. Freistoß Lehmann, Haching bekommt den Ball nicht raus. Und ciao. Gut eine Stunde gespielt. Es gibt Eckstoß. Auch die schauen wir uns an. Wir treten durch Bayer. Schau verlängert und Rodrigo Costa. Der hat in Brasilien früher mit den ganz Großen gekickt. Bei Palmeiras, mit Rivaldo, bei Grêmio, Porto Alegre, mit Ronaldinho. Da hätte sich Rodrigo Costa im Abschluss mal ein bisschen was abgucken können. Kaum doch Entlastung der Gäste. Da sind solche Standardsituationen richtig gut. Da kann man durchboosten und in Ruhe mal was probieren. 20 Minuten noch. Stefan Buck. Schönes Ding. Und die Wurst. Wenn dieser Ball nicht abgefälscht worden wäre, vielleicht wäre er drin gewesen. War ganz stark getreten. Und dann tickt noch einer den Ball in Richtung Tormitte. Auch hier schauen wir uns die anschließende Ecke an.
Sobotzik. Was machen die Löwen denn da? Omo Diakpe, 1-3, Haching führt wieder. Und zwar mit 2 Toren, Darlington, Omo Diakpe, 3. Treffer, zum 3. Mal ein Abwehrspieler. Auch das hat man nicht alle Tage. Agostino bekommt die Kugel nicht raus. Schlägt sie halbherzig genau vor die Füße von Omo Diakpe. Für ihn der erste Saisontreffer. Das sah jetzt gut aus. 17 Minuten noch zu spielen. Und sie führen mit 2 Toren. Nur einer. Der war noch immer misstrauisch, hatte immer noch Angst. Harry Deutinger zitterte an der Linie. Die Löwen jetzt etwas kopflos. Schau. Aygün, der Mann mit der Maske dazwischen. Auf den eingewechselten Jai. Zurück und nach vorne durch Stresser. Und da ist er schon wieder. Wie schnell kam der denn nach vorne? Aygün, überragender Treffer. Hinten am eigenen 16er die Balleroberung. Vorne der Abschluss. Nechat Aygün, Doppelpack. Und die hatten ihren Spaß. Kein Abseits. Ein super Konter war das. Und das Allerbeste, genau so will es der Trainer sehen. Immer schön in der Vertikalen, immer schön steil nach vorne und nicht quer. Stresser auf Aygün, die wohl besten eines insgesamt ganz starken unter Hachings. 1-4, so hoch hat der TSV 1860 in seiner gesamten Geschichte in der zweiten Liga noch nie zu Hause verloren. Sah richtig bitter aus und allzu viel kam da nicht mehr. Der Heimkomplex, der ist da, der ist nicht wegzudiskutieren. Noch 8 Minuten. Aygün unter Haching jetzt fast ein bisschen übermütig, euphorisiert. Gigani. Mit dem Fehlpass in die Beine von Hoffmann. Der eingewechselte Czerny übernimmt. Zurück zu Hoffmann. Schöne Flanke, da ist Agostino, auch er eingewechselt. Und das passte, das passte. Wenn eine Szene bezeichnend für eine Gesamtleistung steht, dann diese. Agostino völlig frei vorm Kasten, 1 Meter daneben. Es war die letzte Torszene. Unter Haching gewinnt mit 4-1. In der Allianz Arena können scheinbar wirklich nur die Roten gewinnen. Welch ein Triumph für Harry Deutinger und seine Jungs. Und Klaus Müller wollte wissen, wie Zorro ohne Maske aussieht. Er wird durch dieser Lauf 4. Sieg in Serie nicht selber langsam unheimlich? Unheimlich, warum unheimlich? Wir freuen uns, dass wir 4 Spiele hintereinander gewonnen haben. Wenn es jetzt gegen Braunschweig der 5. Sieg hintereinander klappt, umso schöner. Ist Ihnen bewusst, dass heute ausschließlich Abwehrspieler die Tore erzielt haben, auch ein Unikum? Ist mir bewusst. Ich habe gewusst, dass wir sehr torgefährliche Abwehrspieler haben. Deswegen, vielleicht hat 60 nicht gewusst, ich weiß es nicht. Wir müssen diesen positiven Lauf einfach ausnutzen, weil es kommen auch wieder schlechtere Zeiten. Weil wir sind also mit Sicherheit kein Spitzenteam, nicht, sondern wir müssen hart arbeiten, dass wir unsere Punkte erzielen. Bei den Löwen dagegen herrschte echte Ratlosigkeit. Ich verstehe nicht, wie wir so zwei Gesichter haben, dass wir auswärts so couragiert auftreten, in die Zweikämpfe gehen und Biss haben, Leidenschaft zeigen und das halt über weite Strecken hier im eigenen Stadion vermissen lassen. Kann dieser Heimkomplex die Löwen den erstrebten und erwünschten Aufstieg kosten? Ja, natürlich. Wir sind vorne dabei, da sind aber viele vorne dabei. Und wir machen das, was wir uns auswärts erarbeiten, zu Hause wieder kaputt. Und das muss ja jeder dann hinterfragen, ob er da alles dafür getan hat. Uiuiui, das riecht nach Liegestützen und Steigungsläufen. Harry Deutinger dagegen hat nur eine Sorge. Wie kriegt er diese Jungs nur runter von Wolke 7? Ja, Glückwunsch natürlich an die Spielvereinigung Unterhaching, aber was ist denn das für eine kuriose Geschichte? Jetzt haben die Münchner Löwen das schönste Stadion in der zweiten Fußball-Bundesliga und haben an den ersten 8 Heimspieltagen nur 3-mal gewonnen. Das ist die mieseste Bilanz der Löwen in Heimspielen am Anfang einer Saison in ihrer gesamten Zweitligageschichte. Also ich kann mir das jedenfalls nicht erklären. Das sind historische Daten. Wenn Sie Lust haben, darüber auch ein bisschen mehr zu wissen, dann habe ich eine gute Idee für Sie. Holen Sie sich einfach unser Handygame, das Kicker Fußball.